ExtraHertz, das Studentenmagazin. Ihr fragt euch sicherlich, was das hinter mir soll. Lara studiert Musikjournalismus und versucht sich gerade ihr eigenes Multimedia-Tool zusammenzubauen. Und warum das Ganze? Sie möchte Filme drehen, Audiobeiträge produzieren und auch texten. Sie darf sich in ihrem Studium ausprobieren und wie man sieht, möchte sie am liebsten alles auf einmal. Der Violinprofessor Laurent Albrecht Breuninger wollte auch alles auf einmal. Komponieren, interpretieren und auch unterrichten. Aber funktioniert das überhaupt? Also mit Herrn Breuninger ist es unglaublich spontan und das genieße ich sehr einfach, weil sehr viel Energiewechsel und Energieaustausch stattfindet. Er ist ein großer Musiker, so wie er unterrichtet. Jeder Ton hat eine Botschaft. Wenn er motiviert, dann ist es so, dass die Qualität damit auch steigt. Und nicht nur Motivation, sodass man sich besser fühlt. Seine Werke, die sind sehr emotional und oft sehr geheimnisvoll und die lassen Freiheit für eigene Fantasie und dann so ist es auch sein Spiel. Laurent Albrecht Breuninger, Violinprofessor, Solomusiker, Komponist. Wie ist der passionierte Geiger zum Komponieren gekommen? Das ist die Frage, ob ich zum Komponieren gekommen bin oder das Komponieren zu mir gekommen ist. Also das ist vielleicht so eine Frage, die in die Richtung geht, wie wenn man dann ein Kind fragen würde, na, wie bist du zum Malen gekommen? Aufgewachsen ist er in einer Musikerfamilie. Bereits in jungen Jahren versuchte er sich selbst auszudrücken, indem er Musik schrieb. Während des Violinstudiums komponierte er besonders intensiv. Der Austausch mit anderen Studierenden war eine Quelle für immer neue Ideen. Doch das stellte ihn bald vor eine Herausforderung. Weil ich grundsätzlich ein sehr neugieriger Mensch war, bin ich der Gefahr aufgesessen, mich durch meine Neugier zu sehr zu verzetteln. Und dann kam im Studium das, was kommen musste, notwendigerweise kommen musste, eine Periode, wo ich mich wirklich fokussieren musste. Wirklich auf die Geige, wirklich auch hart, auch instrumental hart, sehr hart arbeiten. Die harte Arbeit hat sich ausgezahlt. Seit 2003 ist er Dozent an der Hochschule für Musik Karlsruhe und ist damit an seinen Studienort zurückgekehrt. Durch den Unterricht kann er nun seine eigene Neugier wieder ausleben. Jetzt bin ich in der glücklichen Lage, wo ich das eine mit dem anderen verbinden kann. Also ich bin sehr froh, dass ich diese Neugier weiter leben kann und auch und ich hoffe auch, dass es mir gelingt, den Menschen, die mit mir arbeiten, meinen Studierenden zu vermitteln. Hier ist alles in Ordnung. Na, achte mal drauf, hör gar nicht auf dich, hör mal auf Cello. Er ist unglaublich mitfühlend, sehr wachsam und sehr aktiv, sehr energetisch und kann all diese Sachen auf die Studenten übertragen im Unterricht. Als Interpret im Gegensatz zum Wissenschaftler ist es auf gut Deutsch gesagt scheißegal, ob das, was man in der Komposition findet, das Bild, was man übertragen möchte, was einen inspiriert. Ob das wirklich historisch richtig ist oder nicht, Hauptsache, es bringt die Musik zum Leben. Ich gestalte, also bin ich. Das ist mein Job. Vielleicht von da nochmal. Moment, naja, gut. Ja, Also er kennt das Problem sehr schnell und kann in wenigen Handgriffen einfach klar und deutlich sagen, wie es teilweise technisch, musikalisch verwoben werden kann, sodass es zu einem schönen Ziel kommt. Das können nicht viele Lehrer. Seine Tätigkeit als Solomusiker hat er trotzdem nicht aufgegeben. Man trifft Laurent Albrecht Breuninger nicht nur an der Hochschule, sondern auch auf internationalen Bühnen und im Tonstudio. Bei seinen Einspielungen beschäftigt er sich vor allem mit geigenden Komponisten und tritt damit in tiefe Fußstapfen. Natürlich ist es eine lange, sehr, 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 sehr lange Tradition. Also wenn man ganz weit zurückgeht, in der Vorbarockzeit, in der Barockzeit war eigentlich die Verquickung von Komponieren und Interpretieren sehr dichter. Dieser thematische Fokus macht seine Aufnahmen besonders interessant. Werke für Violine, die sowieso jeder kennt, sind in seinen Aufnahmen nicht zu finden. Da ist kein Platz für Selbstdarstellung oder Profilneurosen. Er ist ein großartiger Geiger, tolle Musiker und er hat immer seine eigene Vorstellung mit jedem Stück, was er spielt. Die Werke der Violinkomponisten sind ihm eine Herzensangelegenheit. Er erklärt sie dem Hörer spielend. Ein hervorragender Solist mit Komponistenseele und Pädagogenherz. Wir als Interpreten schaffen die Musik ja nach. Also wir haben Noten vor uns und dann kann man noch so sehr über Urtexte oder sonstige Dinge reden. Aber die Noten, das Papier lebt erstmal nicht. Jeder Komponist ist ein Interpret und jeder Interpret ist ein Komponist. Lara hat sich inzwischen fürs Filmen entschieden, doch dummerweise ist ihr Studium jetzt zu Ende. Sie ist ganz auf sich alleine gestellt. Das heißt, kein Equipment mehr, keine Aufträge und auch keine Unterstützung. Da muss sie schauen, was sie daraus macht. Hey! Umso schwieriger ist das, wenn dabei das eigene Gesicht permanent in der Öffentlichkeit steht. Wie bei Opernsängern zum Beispiel. Opernsänger werden in ihrem Studium ganz besonders auf die Berufswelt vorbereitet. Und wir haben uns gefragt, was macht eine Operninszenierung an der Hochschule so besonders? 25. April 2017, Hochschule für Musik Karlsruhe. Heute ist die Generalprobe zur Oper Die Brücke von San Luis Rey von Hermann Reuter. Ein anspruchsvolles und komplexes Werk und eine Herausforderung für eine Operninszenierung an einer Hochschule. Die Studierenden wissen dennoch um die Vorzüge der Ausbildung. Im Theater ist man so ein bisschen mehr sich selber überlassen und muss dann abliefern. Und hier wird viel korrigiert, es wird viel mehr gefeilt und man hat die Möglichkeit, einfach in der Rolle und an der Rolle zu wachsen. Also für mich war es ein großer Entwicklungsprozess die letzten 6 Wochen? Ja. Nee, das andere ist, denke ich, auch, dass wir mehr Zeit haben oder dass die Dozenten sich Zeit nehmen, uns auch was nochmal zu sagen oder noch eine extra Probe einzuschieben für irgendwas, was noch nicht geht oder so. Damit das Gesamtbild auf der Bühne passt, muss auch hinter den Kulissen viel vorbereitet werden. Kostümbildnerin Julia Schnittger hat schon fast alle angekleidet. Und wer sich noch nicht angezogen hat, ist hier zum Beispiel unser Kapitän Alvarado. Da hängt hier noch sein Kostüm, der hat so einen barocken Gehrock an und bekommt dann einen großen Hut mit Feder. Die Darsteller zeigen vollen Einsatz auf der Bühne, der Ehrgeiz ist schließlich groß. Dazu ein authentisches Bühnenbild und professionelle Kostüme. Die Anforderungen gleichen also denen einer Profi-Inszenierung. Aber sonst haben wir hier natürlich keine Werkstätten wie an einem großen Theater, also im Staatstheater. Die haben Schneider, die haben Hutmacher, die haben sogar einen Schuhmacher. Das haben wir natürlich alles an der Hochschule nicht. Deswegen müssen wir gucken als Kostümbildner, wie wir die Kostüme finden oder anfertigen lassen können außerhalb. Die Marquesa liebt Goldketten und hat deshalb einige davon. Für einen reibungslosen Ablauf der Oper ist Regisseurin Andrea Raabe verantwortlich. Sie weiß, was es heißt, eine Hochschuloper auf die Beine zu stellen. Also das Besondere ist, dass die Mitarbeiter hier im Haus unglaublich viel arbeiten, weil wir einfach nicht so große Abteilungen haben. Also ich nenne jetzt mal den Bereich der Technik. Wir haben 3 Bühnentechniker, die haben das Bühnenbild gebaut und hatten, glaube ich, diesmal eine besondere Herausforderung, weil wir eine große Brücke entworfen haben. Also ich liebe es, Opern zu inszenieren, sei es mit Studenten, wie auch natürlich mit Profis. Aber ich finde es mit Studenten ganz besonders schön, weil es so ein Heranführen an das Medium ist. Und viele machen wirklich zum ersten Mal ihre Bühnenschritte und stehen auf der Bühne und haben so noch so diese Erstfaszination, diesen Weg begleiten zu dürfen, finde ich wunderschön. Das war's von uns mit einer neuen Folge ExtraHertz. Danke fürs Einschalten. Tschüss und bis bald.